Hey, Michi hier. Ich habe vor ein bisschen über einem Jahr eine Haartransplantation bei mir durchführen lassen. Heißt konkret, ich habe 2020 so ausgesehen, 2021 dann so, beziehungsweise jetzt, es ist Februar 2022, schaue ich so aus. Und ich habe nach einem Jahr ein kurzes Video darüber gemacht, quasi den Vorher-Nachher-Vergleich gezeigt und ein bisschen erzählt, wie es mir dabei gegangen ist. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das könnt ihr da oben finden. Und im Zuge dieses Videos habe ich sowohl online als auch offline einige Fragen von euch bekommen. Und jetzt in dem Video werde ich die Top 26 Fragen schnell beantworten. Was war deine größte Sorge vor dem Eingriff? Meine größte Sorge vor dem Eingriff war, dass es im Nachhinein nicht natürlich aussehen wird, beziehungsweise dass die verpflanzten Haare nicht festwachsen und der Eingriff eigentlich nichts bringt. Gott sei Dank ist nichts von beiden eingetreten. Hattest du Schmerzen? Das einzig Schmerzhafte an der gesamten Behandlung waren nur die Betäubungsspritzen. Klar, 8 Stunden lang am Bauch und am Rücken zu liegen, ist nicht angenehm, aber war nicht schmerzhaft. Ab wann warst du nach dem Eingriff wieder gesellschaftstauglich? Ich glaube, ich habe es im Video erwähnt, man kann relativ bald zum Friseur gehen und sich den Verlauf korrigieren lassen. Wenn man mit der Frisur dann zufrieden ist, ist man in unter 2 Wochen wieder gesellschaftstauglich. Ich habe deinen Haarausfall nie so schlimm wahrgenommen, wie man ihn auf den Vorher-Fotos sieht. Wie hast du das gemacht? Erstens, ich habe gewechselt von Haargel auf mattes Haarwachs. Damit reflektiert die Kopfhaut einfach weniger. Zweitens, ich finde, dass bei Männern mit weniger Haaren kurze Frisuren besser aussehen als längere Haare. Der Versuch, Stellen zu verdecken mit längeren Haaren, funktioniert einfach nicht. Und drittens, es gibt das ein oder andere Hilfsmittel, das dir in so einer Situation helfen kann. Es gibt zum Beispiel färbiges Haarspray oder auch Streu- oder Sprühhaar. Muss aber jeder für sich selber herausfinden, ob das was für einen ist. Wie viel hat der Eingriff gekostet? Mein Eingriff hat 5.519 Euro gekostet. Kurze Info dazu, bei Moser Medical ist es so, dass der Preis je nach Aufwand berechnet wird. Nicht jede Haartransplantation kostet gleich viel. Wie viele Haarfollikel wurden bei dir verpflanzt? Bei mir wurden 1200 Follicular Units verpflanzt. Ist das Problem für dich jetzt ein für alle Mal gelöst? Nein, das Problem ist nicht für immer gelöst. Die Haare, die vorher schon da waren, auf meinem Oberkopf werden mir weiterhin ausfallen. Es kann gut sein, dass ich in ein paar Jahren zu einem zweiten Eingriff gehen muss. Deswegen war es auch ganz wichtig, dass man in der Spenderregion am Hinterkopf noch genug überlässt, damit sich ein zweiter ausgeht. Wachsen die verpflanzten Haare jetzt noch? Ja, voll, das tun sie. Nachdem die Haare inklusive Wurzel und Follikel eingepflanzt wurden, sind sie so wie alle anderen Haare und sie wachsen ganz normal wie vorher. Fallen dir die verpflanzten Haare nicht auch einmal aus? Nein, die Haare, die verpflanzt wurden, die sind vom Hinterkopf und da fallen einem Mann die Haare nicht aus. Vielleicht kennt ihr das bei älteren Männern, man sieht oft so einen Haarkranz, das ist genau deswegen, weil die Haare nicht ausfallen. Wo hast du den Eingriff durchführen lassen? Ich habe den Eingriff bei Moser Medical im 13. Bezirk in Wien machen lassen. Wie lange hat die Transplantation gedauert? Der gesamte Prozess von Beratungsgesprächen der Früh bis ich sitze im Taxi am Weg nach Hause hat in etwa 8,5 bis 9 Stunden gedauert. Also ein ganzer Arbeitstag. Wie funktioniert das überhaupt? High Level gesprochen funktioniert so, dass dir die Haarfollikel aus dem Hinterkopf entnommen werden, dann werden die unter dem Mikroskop aufbereitet und einfach gesagt, dort wo du sie haben möchtest, wieder eingepflanzt. Wie man vielleicht an der Antwort erkennt, ich bin kein Mediziner. Mit welchen Einschränkungen musst du jetzt leben? Mit absolut gar keinen. Ich kann alles genauso machen wie vorher. Sport, Duschen, Friseur, Färben, Föhnen, alles. Wie genau funktioniert das mit deinem Aktionscode bei Moser Medical? Glad you asked. Solltest du einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin bei Moser Medical machen wollen, dann gib bitte bei deinem ersten Kontakt mit Moser Medical einfach den Aktionscode MG250 an. Egal ob du sie anrufst, über das Kontaktformular auf der Website oder eine E-Mail schreibst, mit dem Code MG250 stellst du sicher, dass sollte es zu einer Behandlung kommen, du 250 Euro Rabatt bekommst. Und nur so nebenbei erwähnt, das ist mehr Rabatt, als ich damals bekommen habe. Was kann man aus einer Haartransplantation noch gegen Haarausfall machen? Um ganz ehrlich zu sein, soweit mir bekannt ist, gibt es für genetisch bedingten Haarausfall genau eine weitere Sache, die hilft und das ist der Wirkstoff Minoxidil. Ich persönlich verwende den Schaum von Regain, weil er am einfachsten anzuwenden ist. Lasst mich euch ganz kurz zeigen, wie das geht. Es ist nämlich super einfach. Ich nehme einfach ungefähr diese Menge, verteile es mir dann auf beide Hände gleichmäßig und massiere es mir in den Oberkopf ein und das Ganze wiederhole ich dann einfach nochmal für die Stirnregion. Das mache ich zweimal am Tag, dauert gesamt ungefähr 30 Sekunden. Und es ist erledigt. Wichtig zu wissen ist, es stoppt den Haarausfall nicht, es dreht den Prozess auch nicht um, es verlangsamt ihn lediglich. Und wenn ihr Glück habt, dann macht es die Haare auch noch ein bisschen dicker, was dann wieder den Effekt hat, dass ihr mehr Haare habt. Auch wenn das Produkt in ganz normalen Drogeriemärkten erhältlich ist, sollte man trotzdem vorher zum Arzt gehen. Auch hier kann es nämlich zu Nebeneffekten kommen. Wie kann ich deinen YouTube-Kanal abonnieren? Gut, dass du fragst, du findest unter dem Video einen roten Button, wo Abonnieren draufsteht. Einfach draufklicken. Solltest du das Video auf deinem Handy schauen, auch dort findest du einen Button, wo Abonnieren steht. Danke dafür. Und wenn du jetzt sagst, naja, Michi, ich bin gerade nicht eingeloggt, ja, komm, sei einmal lauernd. Verhalten sich neu verpflanzte Haare genauso wie jene, die ursprünglich dort waren? Witzigerweise nicht. Mir sind 2 Punkte aufgefallen. Erstens, sie sind dunkler. Anscheinend habe ich im Hinterkopf dunklere Haare, als ich sie über der Stirn hatte. Und Punkt Nummer 2, meine Haare waren immer super gerade.
Wenn mir die Haare jetzt zu lange wachsen, da beginnen sie sich zu wellen. Das war bei mir noch nie der Fall. Schaut dann teilweise ein bisschen lustig aus, aber so lange habe ich sie quasi eh nie. Ist irgendetwas passiert, was du dir nicht gedacht hättest? Ja, es gab eine Sache, die mir nicht bewusst war. Die Stellen, wo die Haare eingepflanzt wurden, waren relativ lang taub. Also wenn man drauf gegriffen hat, hat es sich einfach anders angefühlt als vorher. Ist aber mittlerweile schon lang wieder alles okay. Woher weißt du, wann genau du nachher was genau wieder machen kannst? Das war super praktisch. Ich habe von Mosa Medical einen Flyer mitbekommen, wo ganz genau drinnen gestanden ist, ab welchem Tag ich wieder was machen kann. Wann kann ich zum Friseur, wann kann ich Sport machen, wann kann ich mein Shampoo wieder verwenden. War alles super detailliert aufgeschrieben. Nichts, was man falsch machen kann. Gefällst du dir jetzt besser als vorher? Ja. Wie hat deine Familie auf deinen Eingriff reagiert? Um ehrlich zu sein, sie haben es bis auf eine Ausnahme nicht gemerkt. Wie ich es ihnen dann erzählt und gezeigt habe, waren sie aber super supportive. Alles bestens. Was für Feedback hast du bekommen? Um ehrlich zu sein, ich habe überwältigend positives Feedback bekommen, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Es haben sich sogar Leute bei mir bedankt, dass ich das Video gemacht habe. Ich habe das Gefühl, dass ich bei dem einen oder anderen derjenige war, der so ein bisschen den Schubs gegeben hat, damit sich derjenige selbst mit dem Thema mal beschäftigt. Gab es auch Kritik zu deiner Haartransplantation? Ja, auch die gab es. Man muss sich nur die Kommentare zu meinem ersten Video durchlesen. Dort findet man durchaus auch kritische Kommentare. Würdest du es im Nachhinein betrachtet nochmal machen? 100% auf jeden Fall ja. Wie lange hat es gedauert, bis du Resultate gesehen hast? Eine Daumenregel besagt, dass man 12 Monate nach der Haartransplantation die besten Ergebnisse sieht. Bei mir war das definitiv viel früher der Fall. Ich würde meinen, dass ich nach 4-5 Monaten schon ein wirklich gutes Ergebnis hatte. Was war überhaupt der Auslöser für dich, es zu machen? Ganz ehrlich, es war der Moment, wo ich gemerkt habe, dass all die Hilfsmittel, über die ich vorher geredet habe, nichts mehr bringen. Dass ich nicht mehr verstecken kann und dass, wenn ich noch etwas dagegen tun will, das der nächste Schritt ist. Punkt. Okay, das war's. 26 Fragen, 26 Antworten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Danke, ciao.